Dann schauen wir uns einmal an, wie man diese Solarlampe macht. Zuerst einmal die Bauteile. Die beiden Holzbretteln, das Metall und die Metallschrauben, die Solarzelle, Batteriehalter, Schalter, Akku, Leuchtdiode, Induktivität, der IC, Reißnägel, Senkkopfschrauben, Zylinderkopfschrauben. Die kleinen Dinger gehen gern verloren, deswegen räume ich sie alle mal wieder weg. Da fragen sie mich immer, soll ich die Schutzfolie da drauf lassen? Am besten ist ja. Akku, zack, zack, zack. So, sicher verstaut, damit nichts verloren geht. Aus dem mache ich meistens einen Schlüsselanhänger. Da haben sie dann so drei solche Stückchen, geht sich wunderbar aus. Jetzt fange ich mal mit dem Holz da an. Und zwar mit dem großen, weil das mache ich da jetzt nur in der Schule, den Rest mache ich dann zu Hause. Gehen wir es los. Gehen wir es an. Mein Brettel ist 9 cm breit. Und wenn ich jetzt da so einen Halbkreis einzeichnen möchte, dann nehme ich einfach am Rand, muss es so sein, der Radius 4,5 cm und 4,5 cm. Muss auch da sein, 4,5 cm und 4,5 cm. Dann verbinde ich mir die. Und wenn ich dann mit meinem Zirkel schaue, Mittelpunkt bis Rand, Mittelpunkt bis Rand, wunderbar. Dann kann ich da einstechen und da meinen Halbkreis zeichnen. Passt. Und dann brauche ich jetzt nur mehr von der Mitte 2 cm nach links und 2 cm nach rechts und von der Mitte 2,5 cm nach oben und 2,5 cm nach unten meine Löcher. Können wir schon loslegen. Da stelle ich mir den tiefen Anschlag ein, dass ich nicht durchbohre aus Versehen. Wichtig, Schutzbrille. Fertig sind die Löcher. Dann starten wir da. Gut ist das.
Dann hätten wir es einmal geschafft. Fürs Erste, wo ich die großen Maschinen brauche, den Rest, die kleinen Löcher und das Löten, das mache ich von einer anderen Stelle, da muss ich nicht da in der Schule sein. Gleich geht's weiter.